Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tiller und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, welches wir uns bei einem Event erspielen können. Und zwar geht es um ein Toy beim Time Walk Event vom Legion. Und das haben wir jetzt das erste Mal hier insgesamt 2 Wochen lang. Danach ist es alle 18 Wochen immer 1 Woche lang, so wie die anderen Time Walker Events auch. Einfach ein bisschen im Kalender aufpassen, falls ihr aktuell noch nicht genug Marken zusammen habt. Wir finden uns einmal hier im Legion Dalaran und dort gibt es jetzt beim Time Walker Event Legion einen Händler auf den Koordinaten 68, 49. Dieser ist auf der Map auch eingezeichnet und verkauft uns quasi allerlei Stuff. Unter anderem hatte ich hier euch das Mount schon gezeigt und jetzt wollen wir uns einmal das Toy anschauen. Das Toy kostet insgesamt 1500 zeitversehrte Abzeichen, doch ein wenig. Und neben dem Toy und dem Mount gibt es hier noch einige andere Sachen. Ein bisschen Gear kann man sich holen, ein paar Kisten, wo verschiedene Materialien drin sind, Ruf-Tokens, ein bisschen Upgrade-Zeug für das Erbstück-Gear. Und das war's im Großen und Ganzen. Ich würde sagen, wir gucken uns das Toy mal an. Das schimpft sich Wachsamkeit des Nacht- oder der nachtgeborenen Wache und kostet, wie gesagt, 1500 Marken. Wenn wir uns das einmal lernen, können wir uns das gleich mal angucken. Was macht das? Werdet misstrauisch gegenüber allen in eurer Umgebung, verringert die Abklingzeit für Nachtgeborene. So. Anscheinend, achso, das kannst du das Nachtgeborene öfter einsetzen, oder? Interessant. Gut, dann setzen wir es mal ein. Etwas stimmt hier nicht. Ah, okay, ich verstehe. Das ist dieser Kreis, den man hier unten in Suruma, vielleicht könnt ihr euch erinnern, in Legion in Suruma, konnte man sich so eine Verkleidung hier holen, dann rumlaufen, dann gab es bestimmte NPCs, die einen aufdecken konnten und selbe Animation kannst du jetzt mit dem Toy machen. Ist ganz nett, aber ist jetzt auch nichts Herausragendes tatsächlich, wie ich finde. Jetzt nochmal vielleicht ein bisschen zu den Marken zurückzukommen. Wenn ihr euch das Toy farmen wollt, oh, ach, schaut mal an, wenn du es gelernt hast, dann ist es hier gar nicht mehr drin als kaufbar. Interessant. Als kleinen Tipp, wie ich das zum Beispiel mache, ich mache jedes Time Walk Event, also auch Burning Crusade, Cataclysm, MOP und so weiter, welches halt auch alle gibt, immer eine Instanz, sprich lauf eine Ini durch, kriege am Ende diese Quest, die man pro Event einmal bekommt mit 500 Marken und dann mache ich quasi erst mit dem gleichen Char, bei mir ist es mit dem Main-Charakter, beim nächsten Time Walker Event wieder eine Instanz. Das ist so die effizienteste Möglichkeit, um dementsprechend die Time Walker Marken zu farmen. Wenn ihr das immer schön macht, könnt ihr euch eigentlich bei allen Time Walker Events die Sachen kaufen und habt dann so wie ich, immer wenn ein neues Event rauskommt, direkt genug Marken, um alles kaufen zu können. Gut, das war's mit dem kleinen Toy Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich damit weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.